Zurück, willkommen zurück. Immer wieder in Ark. Bin gerade der andere No gerannt und dann war ich weg. Muss ich mich beeilen. Bin schon vorgeflitzt. Wie das halt mal ist mit Ark, ne? Aber eigentlich dürfen wir uns auch nicht beschweren, weil wir spielen auch mit verschiedenen Mods und. Ja, und dann ist logisch, dass du dann irgendwas irgendwie im Monat stimmt, ne? Rett mal nicht drüber. Captain Fasma, wie sieht's aus? Mein Lord, ich habe bereits so eine Trophäenköder hergestellt. Zeigen Sie mal her. Die Herstellung davon. Kommen Sie mit. Oh. Also wir nehmen einen abgetrennten Arm von einem T-Rex, binden es mit Haaren und Fasern und Kristallen fest. Captain Phasma, was ist ein T-Rex? Eine dieser großen Kreaturen, mein Lord. Ich habe es in einem Buch gelesen auf dem Schiff. Scheinen wieder da zu sein. Also diesen Schafzahn. Auf dem Schiff scheinen sie ihn anders zu nennen. Sie haben doch eben von dem schon Arme gewonnen. Genau. Mit den bereits gewonnenen Armen aus den zwei Tieren von eben habe ich dann bereits Köder hergestellt. Okay, und wie? Ich habe noch frisches Blut dazu gepackt. Das Ganze mit Haaren und Fasern und Kristallen gespickt. Und an einen Pfeil festgebunden. Sand. Und dann, wie geht der Prozess weiter? Nehmen Sie sich ruhig die Köder. Ja, ich habe doch gar keine Erfahrung damit. Ich habe auch nur davon gelesen, mein Lord. Wir werden es ausprobieren müssen. Dann noch mal los, oder wie? Ja, mein Lord. Wo ist Kylo Ren? Ich weiß es nicht, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe mir nur einen Tee gegönnt und auf sie gewartet, mein Lord. Daraus könnte ich tatsächlich ein Gericht kreieren. Hallo Wayne, wir wollen los! Ich hab den Schüler gefunden, los geht's! Fackel dabei, habe ich eine Fackel dabei. Ja, hab ich. Ich brauche kurz Feuer. Na klasse. Augen haben gelb geleuchtet. Wie bei uns, Sif. Wir müssen das andere Ufer. War bestimmt ein machterfülltes Wesen.
Dackel sollte man dann aber auch in die Hand nehmen, ne? Das Sinketiere auf meinem Sattel, das ist ein Sattelmod. Wenn du mal oben rechts siehst du das Symbol. Mit deinem Sattel, den ich jetzt gerade auf meinem Raptor habe, kann der Raptor viel mehr tragen wie normal. Durch deine Sattel. Es gibt verschiedene Satteltypen bei verschiedenen Dinos. Ich hoffe, der Modmacher macht auf jeden Fall weiter, weil es sind noch nicht alle Dinos dabei mit dem Sattel. Quake, Parasaurier haben wir auch schon. Ich habe die Mod eigentlich rausgesucht, gerade weil diese Tiere hinten drauf hängen zum Beispiel. Beim Twike sind es Körbe und zusammengerolltes Leder und so. Schon cool gemacht. Das. Muss mal gucken, dass die mich nicht verlieren. Oh, ich gemeint, da steht einer. So ist der ohne Feuer. Fass mal, waren wir hier schon mal? Ja, auf dem Weg zu dem Rebellenlager. Ah, genau. Da hast du ja schon der Sattel, der Modname gesagt, Red. Wenn du Ausrufezeichen Server RP in der Chat incaps, dann kommt auch die Modliste und dann kannst du das anschauen, mit was wir hier spielen. Und die Map ist Ragnarok, ganz standardmäßig. Langzähne. Angriff. Gehen hier runter. Weißt du noch? Dort ist eine dieser großen Kreaturen. Wo? Ah. Hier geradeaus. Der Vogel muss weg. Beseitigt den Vogel. Stopp, 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 langsam. Es funktioniert. Wir hatten recht. Er lässt sich anfassen. Wie geht es weiter? Das heißt, wir können näher ran. Kümmern Sie sich um ihn. Geben Sie ihm etwas zu essen und streicheln Sie ihn. Ich habe hier etwas zu essen ausgelegt. Es scheint ihm sehr gut geschmeckt zu haben. Fass mal, beeindruckend. Scheint ein Weibchen zu sein. Das hast du da unten festgestellt? Ich möchte nicht wissen, wo du gerade warst. Nein, das sieht man an den Farben. Ja, ist in Ordnung. Da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Oh, Großer, du gehorchst mir? Sie standen näher dran, also dass er sein Fleisch gegessen hat. Mein Schüler, da vorne liegt noch ein Kadaver. Wo ist mein Springer? Wer hat meinen Springer? M-
Mein Lord, hier ist Ihr Springer. Ich habe ihn gefunden. Captain Phasma, Sie waren sehr beeindruckend bei dieser Kreaturbezwingung. Mein Schüler, schaffst du es, diese Kreatur nach Hause zu bringen? Ja, Meister, ich denke schon. Demonstriere es mir. Captain Phasma, schauen Sie es sich an. Mein Schüler, den Springer und diese große Kreatur, den Scharfzahn. Alle drei werden wir nicht mehr lebend sehen, wenn wir zurückkommen. Das wäre aber sehr schade, mein Lord. Sieht davon aus, er schafft es bis zur Basis? Naja, der Scharfzahn alleine stellt doch schon eine Gefahr dar. So leicht sollte es doch nicht... Für meinen Schüler. Er ist einmal unachtsam, beißt ihm das Scharfzahn von hinten den Kopf ab. Wir werden das sehen, wenn wir angekommen sind. Sie sind beeindruckend bei der Tier... Machtaufzwingung. Ich hätte sie viel früher mitnehmen sollen auf diese Expeditionen. Nun ja, es ist eher weniger die Machtaufzwingung. Autsch. Ist Captain Phasma auf einen Stein aufgeschlagen oder wo ist er? Mhm. Nicht. Mein Lord. Ich wende nicht die Macht an, um die Tiere zu bändigen. Ich versuch's eher mit Essen. Jedes Tier muss essen. Captain Phasma, wenn Sie ein Machtwesen wären, hätte ich das schon längst gespürt. Aber Sie haben es doch bei den Springern bereits erwähnt und daran hatte ich mich gehalten. Ein Tier beißt nicht die Hand ab, die sie füttert. Sie hören mir auch mal zu? Natürlich, mein Lord, immer. Mir macht das einfach Spaß, mit der Raptor rumzurennen. Sieh, dass der schon verletzt war, und da dachte ich halt, Attacke! Ich konnte seine Batterie bergen. Das hilft uns, unseren eigenen am Laufen zu halten. Hier, nimm deinen Helm entgegen und reih dich bei den anderen ein. Willkommen beim Imperium, neuer Sturmtruppler. Igen, willkommen beim Imperium. Phasma! Jawohl, mein Lord. Ja, nicht so weit weggehen. Wir gehen in unbekanntes Gebiet. Ich bin direkt hinter Ihnen, mein Lord. Riesige Kreaturen. Langzähne! Zusammenbleiben! Sehen Sie, die Springer sind mächtige Rudeltiere. Eine noch. Vor uns ist noch eine, ja. Ich habe noch nie weiß gestreift die... Oh.
müssen Vertrauen in ihren Springer haben. Mein Lord, das war nicht der Springer. Ja, war irgendeine Kreatur. Sie hat mich ganz benommen gemacht. Die Springer haben das bemerkt, dass wir Hilfe brauchten. Achtung, ein Springerkiller. Wenn wir sie nicht angreifen, müssten sie uns in Ruhe lassen. Wo ist Captain Phasma? Ah, da sind sie. Ich bin extra hier hochgegangen, um sie zu suchen. Ich habe das letzte Mal hier große Kreaturen gesehen, aber jetzt ist alles kahl. Vielleicht weiter oben, mein Lord. Schauen Sie mal da oben. Ich habe diese Ruinen schon mal mit unserer Flugmaschine überquert. Vielleicht gehen wir mal da hoch. Können wir tun, mein Lord. Überall liegen Knochen herum. Es muss hier eine große Kreatur außen. Eine von den Schafzähnen. Da drüben ist ein Springer, mein Lord. Springer brauchen wir ja nun wirklich nicht mehr. Die züchten meinen Schattentruber bereits. Diese Kreatur ist völlig harmlos, völlig nutzlos. Schauen Sie, wie die Springer in der wilden Natur im Rudel arbeiten. Oh. Ich helfe Ihnen, Captain Phasma. Halten Sie durch! Willkommen beim Imperium, neuer Sturmtruppler. Wie sieht Ihre Rüstung aus? Bis jetzt noch alles in Ordnung, mein Gott. Meine Rüstung hält das aus. Sie wurde in der Sith-Schule geschmiedet. Wir sollten vielleicht weiter, mein Lord, wenn sich das ganze Rudel gegen uns wendet. Schauen Sie! Meinen Sie, wir können das Gleiche bei dieser Kreatur ausüben? Versuchen Sie doch erstmal einen normalen Köder. Die müssten Sie doch einstecken haben, mein Lord. Nee, gehen Sie vielleicht nicht zu nah ran. Hat den Köder geschluckt. Soll ich nochmal einen feuern? Passen Sie auf, der Springer folgt Ihnen. Warum läuft er weg? Na, komm her. Der Captain Phasma nicht mehr. Das Springerrudel rennt dort. Ui.
Oh, und Captain Phasma ist direkt hinten drauf. Captain Phasma! Ich hab Ihren Springer dabei. Beeilen Sie sich, Sie werden verfolgt. Sie sind direkt unter uns. Die große Kreatur ist den Abhang hinuntergerutscht, aber sie lebt noch. Welche Richtung? Zu Ihrer Rechten, mein Lord. Gehen Sie voraus. Die Springer haben ein neues Opfer. Wow, wie sie verfolgt wird vom Mini-Raptor. Was mal? Alles wieder in Ordnung. Ich sehe die Kreatur. Faszinierend. Gehen wir wieder hoch. Ich habe das Geräusch von ihm gehört. Passen Sie auf, rechts ist ein Springer. Er kommt. Wo ist mein Springer? Vor unserer neuen Kreatur. Wie nennen wir sie? Zweihorn, mein Lord. Passen Sie auf! Präziser Schuss. Danke, mein Lord. Wie haben Sie es genannt? Zwei Horn, das hatten immerhin zwei Horn. Ihr seid so kreativ wie Kylo Ren. Wie wäre es mit Kurzarm? Haben nicht alle unsere Tiere irgendwie kurze Arme? Aber wir bezeichnen sie so nicht. Wenn Sie das sagen, dann ist es auch ein Kurzarm. Ich bin ja wohl kreativer. Zweihorn. Wir haben schon ein Tier in der Basis, das heißt Horny. Also bitte. Rechts von uns ist noch so ein Kurzarm. Was ist das dahinter? Ich weiß es nicht. Vielleicht schmeißen sie einfach mal einen Köder, um zu sehen, welche... Captain Phasma? Die sind unaufmerksam. Ein ganzes Rudel. Die Kreatur fand. Kann den Köder nicht nochmal verwenden? Das ist sehr bedauerlich. Da steht doch da. Wo ist der Tyrex? Oder die Brontos haben da eine platt gemacht. Oh, da vorne rechts sehen Sie es. Neben dem langen Hals, dort liegt
Die Leiche. Oh, ihre Namen sind echt so kreativ. Langhals. Der großen Wiesen, die Raptor durchflitzen lassen. Das ist fast wie im Zweier Jurassic Park, oder? Ich hab den Fass noch, wir gehen noch mal in das kahle Gebiet. Ja, wo man da. Wieder bin ich zu belad oder sie hat Movement geskillt. Nach oben. Wissen Sie noch, wo diese Eisvögel sind? Welche Eisvögel, mein Lord? Waren Sie da noch nie dabei? Nein, mein Lord. Gut, dann zeige ich Ihnen auch jetzt das Ölvorkommen, das wir entdeckt haben. Schauen Sie da unten! Okay. So Tiere regeln das. Muss ja nur irgendwie in der Nähe vom T-Rex feuern. Müsste er das hier triggern? Nein, tut er nicht. Er kämpft lieber mit der Katz. Und entfernt sich immer weiter. Klasse. Holen Sie die Tiere, ich gehe schon mal runter. So, habe ich doch irgendwo hingeschossen. Oder? So. Komm mal an, nehme ich auf Hebe. Ich muss warten, bis er aufhört zu kämpfen. Ohne.